Ja, jetzt der letzte Abend behandelt 2. Thessalonicher 2, also ein Kapitel, das, glaube ich, so oft durchstreift worden ist von den Auslegern und Bibellesern wie kaum ein anderes, ja. Auch ganz viele Auslegungen gibt es dazu, viele unterschiedliche Sichtweisen. Viele machen dann viele Wortstudien zu den Versen, die der Paulus da geschrieben hat, und die sind halt auch sehr geheimnisvoll, weil der Paulus ja über ein Gespräch berichtet oder sich auf ein Gespräch bezieht, was er mit den Thessalonichern geführt hat und wo halt leider niemand bei gewesen ist. Ja? Das heißt, man kann also nicht letztendlich wissen, was dort in dem Gespräch besprochen wurde. Und leider hat der Paulus sich da auch so kurz und so kryptisch ausgedrückt. Ein Bruder hat mal gesagt, Mensch, hätte der das doch deutlicher geschrieben, dann wüsste man auch, wovon er da redet. Ja? Hat er aber nicht gemacht. Und ich glaube, das war auch nicht aus Eigenwillen, sondern ich glaube, dass Gott sein Wort da so bewusst so gesetzt hat, weil das Geheimnisse sind. Ja, wenn man guckt, glaube ich, es gibt 8 Geheimnisse im Neuen Testament. Ein Geheimnis ist die Gemeinde Jesu, ja. Und jetzt geht es hier halt um das Geheimnis des Abfalls oder das Geheimnis der Bosheit, was in der letzten Zeit offenbar wird. Und jeder fragt sich natürlich, haben wir da noch mit zu tun? Kommen wir noch in die Zeit? Werden wir vorher entrückt? Müssen wir da durch? Wie kommen wir dadurch? Große Not und große Fragen. Ein Bruder hat zu mir gesagt, mein Leben ist voller Ängste vor Dingen, die ich nie erleben musste. Das habe ich sehr mir gemerkt, diesen Satz, ja, das ist so. Und vielleicht sollten wir als Christen auch einfach ein bisschen gelassener sein, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen zuversichtlicher sein, ein bisschen unverfrorener sein fürs Evangelium. Ja, das darf man, glaube ich, auch mal sagen. Ein bisschen Kess für Jesus, ja. Ich habe Geschäftsleute gesehen, die sind sehr kess mit ihren Geldern und ihren Verhandlungen umgegangen. Ich bin abends nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, so unverfroren wäre ich mal gerne für Jesus, ja, wie die für ihr Geld. Also da kann man, glaube ich, sich auch so was abschauen dran, ja. Jeder Mensch ist für was gut. Also 2. Thessalonicher 2, eine neue Sicht. Wir haben ja, also das ist praktisch hier der Text, ja, wenn er denn kommt. Das ist der Text, den wir uns anschauen wollen, so im Wesentlichen. Also ihr seht, ich habe da auch jede Menge hingeschrieben in meine Bibel, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Und wir haben jetzt den Vorteil, dass wir uns diesem Text nähern, nicht isoliert, sondern wir haben ja schon jede Menge Vorarbeit geleistet. Ja, also wir wollen ja jetzt heute Abend ein bisschen Früchte ziehen von dem, was wir uns da mühsam erarbeitet haben. Ja, in Daniel 11 und all diese Bibelstellen, die wir angeschaut haben in den 70-Jahr-Wochen und Themen, die wir in Daniel behandelt haben und auch in der Offenbarung gesehen haben, die haben wir jetzt schon parat. Wir haben auch ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe, die kennen wir schon, ja. Also wir wissen, dass die Daniel-Prophetie in dem Antiochos Epiphanes eigentlich gipfelt in Persona. Dem wird am meisten Raum eingeräumt im Propheten Daniel, so als ob die Entwicklung vom Standbild durch den ganzen Daniel hindurchgeht, bis zu diesem einen Mann, der in der letzten Zeit wiederkommen soll. Ein Grieche, Sacharja 9, ja. Und eigentlich ist es so, haben wir jetzt in den Tagen ja so zwei Themen behandelt. Ganz am Anfang haben wir die Wiedergeburt Jerusalems uns angeschaut. Ja, Jerusalem wird wiedergeboren werden. Das war schon mal vor 2000 Jahren zu Pfingsten. Und es kommt wieder in der Endzeit. Ölbaum, Ölbaum. Wir sind dazwischen, Leuchter. Ja, Gemeinde Jesu. Und das ist praktisch ein Thema, wo das Thema Wiedergeburt behandelt wird. Auch was die Apostel natürlich behandelt haben in der Urgemeinde, weil die der Urgemeinde auch erklären mussten, was überhaupt mit ihnen passiert ist. Die sind ja nicht nur zum Glauben an den Messias gekommen, sondern sind ja von neuem geboren worden. Die haben eine neue Natur, auch ein ganz wichtiges Thema in der Bibel, ja, der alte Mensch, der neue Mensch und so weiter. Und dieses Thema Wiedergeburt ist eigentlich ein Strang, den man aus dem Alten Testament führen kann und der ganz, ganz viele Nuancen hat und ganz viel in der Bibel zeigen kann. Und der zweite Strang ist diese ganze Daniel-Prophetie. Und das haben wir so die letzten Tage jetzt gemacht. Wir haben die Wiedergeburt Jerusalems angeschaut und haben uns ganz viel aus Daniel angeschaut, Daniel 9, Daniel 11. Und diese beiden Themen, die führt der Paulus jetzt im Thessalonischer Brief zusammen. Die findet man dort wieder. Indizienhaft, ja? Wir wissen ja nicht im Einzelnen, was der Paulus dort, worauf er sich bezieht. Aber das Wissen, was wir jetzt schon haben, was wir an anderer Stelle schon gefunden haben, mit dem Marschgepäck gehen wir jetzt in 2. Thessalonicher 2 und gucken mal, ob wir so einen Abdruck davon finden können, ob wir da was wiederfinden von dem, was wir an anderer Stelle schon ohnehin schon gefunden haben. Ja, wir bräuchten also eigentlich den 2. Thessalonischer Brief nicht. Denn viele Dinge wissen wir ja schon aus Daniel 9 und Daniel 11 und aus der Offenbarung und auch an anderen Stellen von Paulus, ja. Und trotzdem schauen wir uns jetzt das mal an, was Paulus hier formuliert und gucken mal, ob wir da
Dinge wiedererkennen können, wiederfinden können. Diese Vorgehensweise hat für mich einen großen Vorteil, weil wir dann das, was wir im Thessalonischer Brief uns oder was wir im zweiten Thessalonischer Brief finden, auch im ersten, weil wir das in Verbindung bringen können mit Bibelstellen aus dem Alten Bund, mit Bibelwissen. Ja? Die andere Variante wäre ja die, wir haben das alles nicht, wir haben Daniel 9 und 11 nicht gelesen, oder zumindest nicht im Fokus. Wir gehen ganz isoliert an den Text ran und lesen das und überlegen, was könnte das bedeuten. Ja, so aus dem Bauch raus. Dann machen wir noch ein paar griechische Wortstudien, das machen eigentlich alle. Jetzt Apostasie, Abfall, was heißt das im Einzelnen? Wir schauen uns das auch gleich an. Ist das der Abfall? Ist das ein Abfall vom Glauben? Ist das eine Revolution? Ja, also es gibt Bibelübersetzungen von Janssen zum Beispiel, der übersetzt der Aufstand, die Revolution. Ja, also zum Beispiel an Scofield auch angemerkt. Ja. Was heißt das dann? Und dann versucht man das mit Wortstudien irgendwie zu greifen, aber man kommt dem Thema nicht näher, weil man bei dem Gespräch nicht dabei war. Ja? Und deswegen bleibt das so eine isolierte Sache. Und da gibt es viele Meinungen, ja? Ganz viele unterschiedliche auch. Und die haben alle ihre Berechtigung, aber vor jeder steht vielleicht wäre das. Bei jeder steht vielleicht oder könnte es sein. Es ist immer eine Unwägbarkeit drin. Ja? Wir machen aber was anderes. Wir haben an anderer Stelle ja schon ganz viel gesammelt. Wir haben unser Marschgepäck schon dabei. Und das ist eigentlich eine Sache, wo wir sagen können, das ist fix und das wissen wir. Ja? Und jetzt gehen wir mit der Kenntnis zu dem Text hin und brauchen auch keine großen Wortstudien zu machen, sondern wir gucken einfach, ob da irgendwo so ein Magnetismus entsteht zu der einen oder anderen Passage, zu dem, was wir schon gefunden haben. Ja? Und dann können wir das miteinander verbinden. Und ansonsten müssen wir ganz bescheiden sein und sagen, schlussendlich werden wir das erst im Himmel wissen, was der Paulus da formuliert hat und auf welches Gespräch er sich da bezogen hat. Was ich aber glaube, ist, dass der Paulus mit den Thessalonichern über Daniel 9 und über Daniel 11 gesprochen hat. Und ich glaube, dass Paulus mit den Thessalonichern über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen hat. Das glaube ich schon. Das ist auch naheliegend. Ja? Warum? Naja, wir haben es eben schon gesagt, oder heute Morgen schon gesagt, die Offenbarung war noch nicht geschrieben, da konnte der noch nichts draus zitieren, die ist ja erst 40 Jahre später geschrieben worden. Und ansonsten ist es naheliegend, dass der Paulus aus Jesaja, Jeremia und vor allem auch aus Daniel mit den Thessalonischern gesprochen hat über das, was kommt. Und wenn er über den Antichristen mit den Thessalonischern spricht, naja, was wäre naheliegender, als Antiochos Epiphanes zu erwähnen? Ja? Weil Titus war noch nicht da. Also das sind so Indizien, wo man das ein bisschen eingrenzen kann und wo wir uns vielleicht so ein bisschen da mit dem Text im Detail mal auseinandersetzen können. Die erste Frage, die wir uns stellen, wer hält auf? Haben wir heute Mittag kurz gesprochen drüber, wer hält auf oder was hält auf? Ja? Da ist ja irgendwas, was aufhält, bevor der Antichrist kommt. Ja? Und die Textstelle, die ist hier. Ja? Na gut, könnt ihr das lesen ungefähr. Ja? Ja, denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit, nur dass der es jetzt aufhält oder jetzt noch aufhält, muss hinweggetan werden. Und alsdann wird der Boshafte offenbar werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes. Das ist übrigens Jesaja 11. Das hat Paulus nicht einfach so hingeschrieben. Er zitiert Jesaja 11. Also Altes Testament kennen. Ja? Was, der zitiert Bibelverse hier, ja? Ohne dass er die Stelle angibt. Wir schauen uns das auch gleich an. Ja? Den der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft, durch die Parousia seiner Zukunft, ja? Ihm ein Ende machen, durch die Epiphanie seiner Parousia, ja? Wird er dem Antichrist ein Ende machen, ihm, dessen Zukunft geschieht, nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern. Das ist die Passage, ja? Das heißt, der Paulus sagt, dieses Geheimnis der Bosheit, das regt sich bereits, aber da ist noch ein männlicher, der es jetzt aufhält, der muss hinweggetan werden. Wer hält denn da auf? Oder man kann auch sagen, was hält denn auf? Ja? Also man kann auch sagen, hier oben, Vers 6, und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er, ja, der Antichrist, der Boshafte, offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis, aber es hält ein männlicher Held auf, der es jetzt aufhält. Und dieses Männliche, dass da ein Männlicher aufhält, das ist ein Problem. Warum? Weil die Ausleger immer sagen, der Geist Gottes hält auf. Das geht im Deutschen. Der Geist ist im Deutschen maskulin, männlich. Im Griechischen ist der Geist aber sächlich, neutrum, das Pneuma, das Geist.
Das heißt, diese Auslegung, die wir hier in Westeuropa haben, die geht wohl überall, aber nicht in Griechenland. Ja? Weil in Athen und in Thessaloniki in Griechenland, die können halt Griechisch. Und die gehen dann in den griechischen Text und dann sagen die, ja, der Geist ist auch das Pneuma. Jetzt sagt der Paulus aber, hier hält ein männlicher auf, der aufhält. Und der muss hinweggetan werden. Ja? Im Deutschen funktioniert das aber und man sagt, der hier den Antichrist aufhält, das muss der Geist Gottes sein. Und der Geist Gottes, der wird weg sein, wenn die Gemeinde entrückt ist. Ja? Weil die Gemeinde kann man hier auch nicht einsetzen, weil hier hält ja nicht, sie hält auf, die es jetzt aufhält, muss entrückt werden, steht ja hier nicht. Sondern hier steht, der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Also macht man die Brücke über den Geist Gottes zu der Gemeinde. Ja? Und während man das so vermutlich sagt, das könnte so sein und so, verfestigt sich das im Laufe der Predigten immer mehr und zum Schluss wird es zum Dogma. Das ist so. Und dem darf man auch nicht widersprechen. Ja? Das habe ich so erlebt. Und man weiß eigentlich, dass das alles auf dünnem Eis steht, aber zum Schluss verfestigt sich diese Aussage so sehr, dass man sagt, der hier aufhält, der die Bosheit hier aufhält, das ist der Geist Gottes, der Geist, oder manche sagen auch der Tröster. Ja? Und der Tröster ist im Griechischen auch männlich. Ein Glück, jetzt haben wir es. Ja? Dann können wir dabei bleiben, wo wir bisher gewesen sind. Aber es ist eine Vermutung. Ja? Ist eine Vermutung. Manche sagen, das Römische Reich hat aufgehalten. Manche haben noch andere Auslegungen auch dazu. Es gibt da ganz, ganz viele Meinungen zu. Ja? Der Punkt ist nur der, wir wissen halt von der Wiedergeburt Jerusalems. Wir wissen davon, dass der Antichrist einen Vorläufer hat. Es kommt nicht sofort der Antichrist, sondern der Antichrist hat einen Vorläufer. Und der Vorläufer bleibt ja nur kurze Zeit, oder? Haben wir geguckt eben in Daniel 11, ja? Dieser siebte König vor dem Antiochos Epiphanes, der bleibt nur kurze Zeit und dann kommt der Antiochos. Das ist ja erstaunlich. Und das ist was ich auch noch nie gehört habe. Es heißt immer, irgendwann kommt der Antichrist, dann kommt die Trübsal, dann kommt die Entrückung, natürlich alles vorher und dann kommt Jesus wieder, ja? Aber dass der Antichrist einen Vorläufer hat, das war mir nicht bekannt, bis vor einigen Jahren, ja? Und wir haben in Aachen zum Beispiel auch immer Bibelkreise gehabt, als ich noch Student gewesen bin, vor ganz vielen Jahren. Und da sind auch viele Studenten immer zu Besuch gekommen. Und da war auch ein Muslim dabei, ein recht entschiedener Muslim, muss ich sagen. Der war Maschinenbaustudent und der war sehr begeisterter Moslem. Und der ist einfach nur deswegen gekommen, um seine Gegner kennenzulernen. Und sag ich, dann ist gefährlich, bei uns in eine Bibelstunde zu kommen. Warum? Naja, sag ich, kann sein, dass Jesus dein Herz gewinnt. Nein, auf keinen Fall, ja. Und er war dann halt dort und hat dann erzählt, dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn eure Endzeitvorstellung im Islam? Wie seht ihr denn die Endzeit? Naja, sagt er, da kommt erst der Einäugige und der wird dann beiseite getan und dann kommt Jesus, Isa, und der wird den Islam aufrichten, der wird verbieten, Schweinefleisch zu essen, wird das Kreuz vernichten. Das ist unsere Endzeitvorstellung. Also es kommt ein Vorläufer und dann kommt Jesus, der Prophet, nicht der Sohn Gottes, Isa, der Prophet. Und da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen. Weil wenn es so sein sollte, dass der Antichrist einen Vorläufer hat, dann würden wir sagen, der Vorläufer ist der Vorläufer vom Antichrist. Aber die Muslime sagen, dieser Vorläufer, das ist der Einäugige. Und wenn der beiseite getan ist, dann sagen wir, das ist jetzt der Antichrist. Aber sie sagen, nein, das ist Isa. Das ist mal eine dämonische Verwechslung, ja? Ich halte nicht viel vom Koran. Ich nehme den Koran auch nicht, um die Bibel zu erklären oder auszulegen. Manche machen das, manche amerikanischen Prediger, die zitieren dann den Koran und alle möglichen Dinge. Der Koran ist nicht von Gott eingegeben, ja? Und den kann man nicht heranziehen, um Gottes Wort auszulegen. Was soll das denn bitte? Das geht überhaupt, das ist verboten, ja? Macht man aber. Ich weiß das auch und ich kenne auch diesen das aus dem Koran, aber ich nehme den Koran nicht, um Endzeit in der Bibel zu erklären. Ich bekomme immer in den Videos auch Kommentare dazu, dass sie sagen, ja, ich war Moslem, bin jetzt Christ geworden. Ich sage, ich freue mich, lieber Bruder, ja? Schön, dass du Jesus gefunden hast. Aber die haben immer noch dieses Koranwissen dabei und bringen das immer wieder in die Bibel rein. Der Koran ist in manchem sehr ähnlich der Bibel. Der schreibt auch von Maria, der schreibt von Zungenrede, der schreibt von Jesus, aber als von dem Prophet. Das ist nachgeäfft, das ist kopiert. Und es ist sehr nah eigentlich am Evangelium dran, in vielen, vielen Stellen und dann auch wieder sehr weit weg. Aber das ist trügerisch. Und deswegen verwende ich das überhaupt nicht, ja, weil das für mich keine Instanz ist. Ich will gerne ganz sklavisch bei dem Wort Gottes bleiben, ja. Also wir haben heute Morgen gesehen, ich glaube, ich habe auch noch eine Folie dabei, genau, ja. Wir haben heute Morgen, ich gehe mal zurück hier in den Daniel. Das ist jetzt hier Daniel 11, ja.
Und da haben wir die Könige durchgezählt. Ja, der König gegen Mittag, die Seleukidenkönige. Hier der Erste. Es war Seleukos der Erste. Dann der Zweite, der hier übersprungen wurde. Dann kommt der dritte König, das ist der Antiochos Theos. Dann kommt der Vierte und der Fünfte. Das ist hier Seleukos der Zweite Kalinikos und Seleukos der Dritte Soter. Soter, der Heiland, der Retter. Das ist der Titel Jesu eigentlich. Ja, wir haben gesagt, das sind gottlose Namen, die diese Könige hatten. Ja. Und dann kommt hier der sechste König, das ist der Antiochos der Dritte, der Große. Und dann kommt ein siebter König, ja, an seiner Stadt, wenn der Antiochos der Große, wenn der gefallen ist, ja, und nicht mehr gefunden wird, dann wird an seiner Stadt einer aufkommen, ein siebter, der wird einen Schergen sein herrliches Reich durchziehen lassen. Das war ein Steuereintreiber, ja, der die Steuern sehr hoch gemacht hat und das Land ausgepresst hat. Aber nach wenig Tagen wird er zerbrochen werden. Der wird kurze Zeit bleiben, doch weder durch Zorn noch durch Streit. Und dann kommt der Achte. Ja? Das heißt, der Achte ist von den Sieben. Und das haben wir gesehen in der Offenbarung, dass der Johannes erstaunlicherweise sagt, fünf sind schon gewesen, einer ist und der Siebte ist noch nicht gekommen. Und wenn der Siebte kommt, dann muss der kurze Zeit bleiben. Und dann kommt der Achte und der ist von den Sieben und fährt in die Verdammnis. Das ist eine erstaunliche Entsprechung. Ja, das würde ja bedeuten, dass der Johannes in der Johannes-Offenbarung das, was hier in Daniel 11 an Seleukidenkönigen aufgelistet ist, deutet und erklärt und sagt, der Achte fährt in die Verdammnis. Das ist der Antichrist, das ist der Böse. Dieses Wissen haben wir uns erarbeitet heute Morgen. War ein bisschen mühsam, ist auch viel, ja, ist auch viel Stoff, bis man das so ein bisschen auch unter den Füßen hat und das auch versteht. Aber das sind die Bibelstellen, auf die dort Bezug genommen wird. Und wenn wir zurückgehen, also wir haben schon ganz viel Geschichte jetzt eigentlich auch gemacht heute Morgen, ja. Gehen wir nochmal zurück hier zu dem Text. Was wäre denn, wenn der Paulus sagt, das Geheimnis der Bosheit, das regt sich bereits, aber der siebte König, der hält den achten König auf. Der siebte König, der muss kurze Zeit bleiben und dann muss der Ekmesos Genetai, aus der Mitte werden, heißt es im Griechischen. Und das kann man übersetzen, der muss aus der Mitte hervorkommen oder er muss aus der Mitte wegkommen. Eigentlich müsste man es übersetzen, der muss aus der Mitte kommen. Und jetzt kann man sich aussuchen, was das heißt. Ja? Er muss aus der Mitte hervorkommen oder muss aus der Mitte wegkommen. Dass die Übersetzer hier übersetzen, dass der hinweggetan werden muss, das liegt daran, dass die zeitgenössische griechische Autoren untersucht haben und dort auch gefunden haben, dass die auch dieses Wort Ekmesos Genetai verwendet haben, und zwar in militärischen Auseinandersetzungen, wo es darum ging, dass irgendwelche Völker beiseite geschafft werden, damit neuer Siedlungsraum geschaffen werden kann. Und weil die das zeitgenössisch in der Zeit hier so um 50 nach Christus, als der Brief hier geschrieben wurde, auch so verwendet haben im profanen Leben, politischen Leben, haben die Übersetzer das auch hier so übernommen und haben gesagt, dieser Achte hier, der muss Ekmesos, der muss hinweggetan werden, aus der Mitte weg, wie was auf dem Weg liegt und ein Hindernis ist. Es wird weggeschoben und dann ist der Weg frei, dass der Achte kommt. Das wäre naheliegend. Ob das wirklich ist, das weiß niemand auf der ganzen Welt. Aber ich empfinde das als das Naheliegendste, wie man dem Text sich überhaupt annähern kann. Ja? Wir wissen ja schon aus Offenbarung 17 und aus Daniel 11, dass da noch ein Vorläufer kommt. Und dann kommt der Achte. Ja? Fünf sind schon gewesen, einer ist und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und dann kommt der Achte und er ist von den Sieben und er fährt in die Verdammnis. Wenn ihr Lothar Gassmann fragt, dann sagt er, die sieben Könige, die dort aufgezählt sind, sind Ägypten, Assyrien, Babylon, Medien, Persien, Griechenland und das Römische Reich. Und dann das Endzeitliche Reich. Das sind dann auch sieben und acht. Aber ich sage, wo habt ihr das her? Wo steht die Liste? Ja, die gibt es in der Bibel nicht. Das haben die sich so zusammengeholt. Ja? Da haben auch Medien und Persien getrennt, damit man auf sieben kommt überhaupt. Wenn man Medo-Persien nehme, käme man ja nur auf sechs. Das passt dann nicht.
Ja, und ich sage, ich habe gar keine Liste dafür. Ich habe eine. Ich habe eine in der Bibel. Ich habe eine Liste, die sogar so erstaunlich ist, dass da ein König fehlt, damit diese Struktur der siebte und der achte entsteht. Ja, wir haben das ja heute Morgen im Detail gemacht. Das heißt, ich habe eine Liste von sieben Königen. Und wir können daraus sehen, wenn wir Daniel 11 mit Offenbarung 17 vergleichen, dass die Bibel wohl sagt, dass der Antichrist einen Vorläufer hat. Der bleibt kurze Zeit und dann kommt er. Und das legt natürlich wieder nahe, dass der Paulus, der hier meint, es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Warum sagt er das? Weil er eine Naherwartung hatte. Der Paulus. Haben wir auch. Alle Christen hatten eine Naherwartung. Der hat damit gerechnet, dass zu Lebzeiten noch kommt. Ja? Deswegen sagt er, das Geheimnis regt sich bereits. Aber der kannte Daniel 11. Ja? Und er sagt, der es jetzt aufhält, der Männliche, das ist ein siebter König. Der muss Ekmesos beiseite und dann kommt der Boshafte. Das wäre stimmig. Der Punkt ist nämlich der, wenn hier der Geist Gottes gemeint wäre, dann würde Paulus ja sagen, der Geist Gottes muss zur Seite, Ekmesos, der muss aus der Mitte geschafft werden, der muss weg. Normalerweise würde Paulus sagen, der Geist Gottes muss Episynagoge, hinaufversammelt. Ja? Entrückung ist Episynagoge. Synagoge ist die Versammlung und Epi ist hinauf, die Hinaufversammlung. Und diesen Begriff verwendet Paulus auch, wenn ihr das seht hier in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Aber der Ankunft halben unseres Herrn Jesus Christus und unserer Versammlung zu ihm, unserer Episynagoge zu ihm, das ist Entrückung. Ja? Aber die Entrückung geht nach oben, nicht zur Seite. Das hier aber geht zur Seite. Ja? Das heißt also, wenn Paulus hier die Entrückung gemeint hätte, dann sagt er, der jetzt auffällt, der Geist Gottes, der muss erst Episynagoge. Oder noch besser wäre, wenn der Paulus sagt, die hier auffällt, die Gemeinde, die muss erst Episynagoge. Dann wäre es ganz eindeutig. Ja? Aber das macht er alles nicht. Und damit ist das, was da behauptet wird, nicht eindeutig. Das ist nicht belastbar. Das kann man am Text sehen. Jetzt habe ich da ein Video drüber gemacht. Ja, ich erzähle es einfach so. Und dann hat ein Schweizer Theologe gesagt, der Paulus, der sagt zwar er, aber er meint es. Ja? Der sagt hier diese moderne Sprachweise, ja, wie sagt man, dass das innen immer noch mit Sternchen hinten dran gehängt wird, ja, so Zeugs, ja. Er sagt, das ist wie der Butter und das Fräulein. Er sagt, der Butter sagt man halt in der Schweiz, im Schwäbischen auch, der Butter, ja. Aber eigentlich heißt es ja das Butter. Aber man sagt halt der Butter. Ja? Bitte? Entschuldigung, die Butter. Ja? Bitte? Dreifachgenderung, ja genau. Ja. Das heißt also, der Roger Libby, der sagt eigentlich, der Paulus sagt zwar, er hält auf, aber er meint es. Was? Ja, sagt er, oder das Fräulein. Fräulein ist ja auch vom Geschlecht her, ist das ja eine Frau. Ist halt ein kleines Frauschen. Ja? Und alles, was verniedlicht ist im Deutschen, wird halt zu Neutrum. Das Fräulein, das Männlein, das Mammutle. Heißt im Schwäbischen, ja? Selbst das wird, das kleine, das wird halt sächlich. Alles, was verniedlicht wird, wird sächlich. Und jetzt sagt er, ja gut, der Butter, sagt man ja, obwohl es ja eigentlich die Butter heißt. Und man sagt ja auch das Fräulein, obwohl Fräulein weiblich ist. Naja, und der Paulus sagt halt hier er, aber eigentlich meint er es. Das kann man nicht tun. Das ist zu wenig. Das ist lächerlich, Entschuldigung. Es ist lächerlich. Das ist kindisch, ja? Aber man will daran festhalten. Aber ich empfinde das als theologische Notwehr. Das ist Dickkopf, ja? Das ist nicht, da wird eine Theologie verteidigt, die man nicht lassen will, mit so lächerlichen Aussagen wie der Buddha und das Fräulein. Habe ich das gesagt? Ja, genau. Ja. Okay. Und das kann man nicht machen mit dem Text. Ja? Dann muss ich sagen, da muss ich mich jetzt unter den Text halt einfach mal drunter stellen und demütigen und sagen, hier hält ein Männlicher auf. Hier hält ein Sächliches auf, was es noch aufhält, nämlich das Erscheinen des siebten Königs, das hält noch auf. Der Vorgang hält noch auf. Was es noch aufhält, wisst ihr, denn er hält noch auf. Das sagt der Paulus. Ja? Und jetzt kann man sagen, der Parakletos hält noch auf. Der Tröster. Der ist im Griechischen auch maskulin. Aber dann würde ja der Parakletos, der würde ja Ekmesos, der würde ja zur Seite weggeschoben. Das ist ein ganz despektierlicher Begriff. Das ist, als ob ein Schneepflug den Schnee zur Seite schiebt. So ist das hier, ja? So einen despektierlichen Begriff würde Paulus für den Geist Gottes nicht verwenden. Warum nicht? Weil er das in Vers 1 auch nicht tut. Er schreibt ja auch davon, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesus Christus und unserer Beiseitesetzung, schreibt er nicht, sondern unserer Episynagoge, ja?
unserer Hinaufversammlung. Und das Wort fehlt mir hier. Das ist ein ganz respektloses Wort hier, dieses Ekmesos Genetai. Der muss weg werden aus der Mitte, damit der Raum frei ist. Was der genau meint, der Paulus, das können wir im Endeffekt nicht definieren. Aber wenn wir wissen, dass der Antichrist, der Boshafte, von dem der Paulus ja im Detail hier schreibt, einen Vorläufer hat und dass der kurze Zeit bleibt und dann der Achte kommt, nach unserer Liste in Daniel 11, wir haben eine Liste, ja, eine biblische Liste, dann können wir mit begründeter Vermutung sagen, dass Paulus den wohl gemeint hat, dass der aufhält und dass der weggetan werden muss. Das hat aber eine ganz schreckliche Konsequenz, weil diese Stelle wird immer genommen für die Vorentrückung. Ja? Und wenn das jetzt überhaupt nicht von der Entrückung hier spricht, sondern dass der Paulus den Thessalonischern sagt, dass ein männlicher beiseite getan werden muss, dass das also nicht der Geist Gottes ist und damit auch nicht die Gemeinde, die hinaufversammelt wird, dann fällt eine ganz, ganz wichtige Stelle hier aus, mit der man normalerweise die Vorentrückung begründet. Und das ist hart. Und das greife ich an. Und deswegen kriege ich auch so viel Gegenwind. Ja? Weil die sagen, der vandaliert da rum. Was ist denn da los mit dem? Ja? Der macht da ja alles kaputt. Das ist doch der Buddha und das Fräulein. Paulus kennt er doch nur. Was wollt ihr denn? Ja? Und ich empfinde das, das ist heftig. Das grenzt für mich an Bibelkritik. Ich kann das nicht anders sagen. Ja? Es hilft ja nichts. Man kann da lang drum rumreden, aber das kann man nicht machen mit der Bibel. Das darf man nicht. Den Respekt muss man vor dem Wort Gottes haben. Ja? Das heißt also, wenn das hier so sein sollte, dass hier der siebte König auffällt und es ist nichts naheliegender als das, also zumindest nach meiner absoluten festen Überzeugung, ja? Ich kann das nicht mehr als anbieten, versuchen am Text zu zeigen, entscheiden müsst ihr selber darüber, was ihr da glauben wollt. Ist auch nicht heilsnotwendig, ja? Wenn ihr das nicht glaubt, dann könnt ihr trotzdem selig werden, wenn ihr glaubt, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist. So hat der Wilhelm Busch immer gepredigt, ja? Wenn sie das nicht glauben können, ja? Dann glauben Sie, dass Jesus für Ihre Sünde gestorben, können Sie immer noch selig werden. Ja? Das war Wilhelm Busch. Und so ist es hier auch. Ja? Jesus ist das Heil. Und alles das, was darüber hinausgeht, das kann man wissen, das ist interessant. Das sorgt meiner Meinung nach auch dafür, dass man Vertrauen zum Wort Gottes findet. Aber heilsnotwendig ist das nicht. Ja? Ja, aber ich glaube, dass Gott uns da was zeigen will. Wenn das kommt, dann wird man das sehen, ob das stimmt oder nicht. Ja? Das Interessante ist jetzt aber, dass der Paulus sagt, denkt ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Da habe ich doch schon mal mit euch drüber gesprochen, dass sich da der Antichrist kommt und überhebt sich über alles, was Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Das haben wir doch auch gelesen im Alten Testament in Daniel 9. Ja? Das könnte ja sein, dass der Paulus mit denen über Daniel 9 gesprochen hat und hier über Daniel 11. Das wäre aber ein Ding. Das würde nämlich bedeuten, dass der Schriftwechsel zwischen dem Paulus und den Thessalonischern auf einem ungleich höheren theologischen Niveau ist, als wir uns das vorstellen können. Und dass unsere Auslegungen, die wir hier sonst im Internet finden, dazu, Entschuldigung, sehr naiv sind und sehr schlicht und leider auch manchmal einfach falsch. Ja? Und auch über das hinausgehen, was man seriöserweise aus dem Text entnehmen kann. Das ist leider so. Und dass dann da ein Dogma drauf aufgebaut wird, in manchen Kreisen von einer Vorentrückung, bei der, wenn du das angreifst, du als Irrlehrer giltst. Und das geht nicht. Ja? Irrlehrer führen Menschen von Jesus weg. Das sind Irrlehrer. Ja? Die führen Menschen wegen mir zu Israel oder zur Maria oder zur Hostie oder zu irgendeinem Guru. Das sind Irrlehrer. Ja? Das ist Irrlehre. Aber eine andere Endzeitvorstellung zu haben, bei einem Text, der ohnehin so kritisch und so umstritten wie der, das ist keine Irrlehre. Ja? Also da verwehre ich mich dann immer gegen, schreibe dann auch zurück. So schnell wird man nicht zum Irrlehrer. Irrlehrer ist man, wenn man von Jesus wegführt. Wenn man ins Gesetz führt, die Menschen, das ist man Irrlehrer. Ja? Weg von Jesus. Das ist eine Irrlehre. Aber nicht, wenn man über so einen Text sich Gedanken macht und darüber offen spricht. Ja, das muss man tun. Da muss man offen sein für. Oder man hat ein Problem. Je unsicherer man im Glauben ist, desto dogmatischer ist man. Desto gesetzlicher ist man. Wenn man bei Jesus angekommen ist und das Wort Gottes lieb hat und darin fest geworden ist, dann kann man auch eine andere Sichtweise stehen lassen, ja? Weil man in seinem Glauben fest und sicher ist. Und das, wenn man das so studiert, das Wort Gottes, wird man darin fest. Dann kann man sagen, gut, der Bruder oder die Schwester sind vielleicht noch an der Position, das soll euch der Herr offenbaren. Aber was wir schon erkannt haben, da halten wir fest dran. So sagt der Paulus. Das ist gut, ja? Eine gute Haltung.
Und wir graben hier halt ein bisschen tiefer und schauen halt und sehen hier, der Paulus sagt, denkt ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war? Ich habe doch mit euch gesprochen über Daniel 9. Da ist doch einer, der sich über alles erhebt, über jeglichen Gottesdienst und in einen Tempel Gottes setzt. Wenn der Paulus aber hier so formuliert vom Tempel Gottes, dann müsste der Paulus ja eigentlich auch von der Wiedergeburt Jerusalems gewusst haben, am Ende der Zeit. Dass der Antichrist sich in diesen Tempel Gottes, merkt ihr das? Jetzt plötzlich macht es hier noch einen magnetischen Klick, dass man sagt, oh, dann hat Paulus ja auch über die Wiedergeburt Jerusalems Bescheid gewusst und über Daniel 9 und über Daniel 11 und kennt diese Dinge, dass da ein Vorläufer ist, ein siebter König, der muss beiseite und dann kommt der achte und das ist der Böse. Ja? Das ist das, wovon Paulus spricht, nicht vom Zeitpunkt der Entrückung. Und das ist natürlich heftig, ja? Da muss man dann schon gendern. Ja? Ich frotzel immer ein bisschen, ja? Ist ein schweres Thema, ja? Dass man jetzt so ein bisschen auflockert, ist auch nicht böse gemeint. Ja? Gut, hier haben wir die ganzen Könige uns durchgezählt, ja. Siebter, achter, Scipio Asiaticus und so. Ihr seid jetzt gut im Thema eigentlich, ja. Also das ist meine Meinung zu dem Thema, wer hält auf? Der Antichrist hat einen Vorläufer und der muss erst beiseite. Der bleibt kurze Zeit, dann geht er beiseite und dann kommt der achte. Ja, das wäre meine Meinung dazu. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass man, also ich versuche das ja immer so gut wie möglich irgendwo am Text auch zu zeigen, ja. Das haben wir eigentlich jetzt schon mit abgeturnt, ja? Ekmesos Genetai versus Episynagoge. Das heißt hinaufversammeln. Das ist dieses respektvolle Wort, dieses feine Wort, Hinaufversammlung. Das ist ein recht rüdes Wort, Ekmesos Genetai, aus der Mitte, der muss aus weg, der stört da, weil da muss der achte König hin. Das ist das, was da passiert, ja? Also hier Ekmesos Genetai heißt aus der Mitte kommen. Er muss aus der Mitte wegkommen oder aus der Mitte hervorkommen, wie auch immer. Und weil zeitgenössische Autoren das so verwenden, aus der Mitte wegkommen, weggetan werden, deswegen übersetzen hier die Linguisten das auch so, weil es im Griechischen eine sehr offene Formulierung ist. Ja? Und deswegen hat man, wenn man Wortstudien macht, hier oft das Problem, dass die Bedeutungsbreite der Worte sehr weit ist. Und dadurch wird diese Engführung bis zu einer endgültigen Bedeutung, so schwer ist die nur einzugrenzen dann. Ja? Das ist das Problem. Wir machen das alles nicht. Wir lassen das alles so stehen, aber wir haben was, wo wir sagen, das ist unsere Maske und wir drücken die mal da auf 2. Thessalonicher und gucken, ob sich das da reinfügt. Und das tut das. Ja? Mehr kann man nicht machen mit dem Thessalonicher, ja? Weil wir nicht bei dem Gespräch dabei waren. Ja? Und es bleibt, ist wie bei einem Indizienprozess. Ja, man hat so Indizien, man hat so Anhaltspunkte, aber man war bei der Mordtat oder bei dem Raubüberfall nicht dabei. Man muss das rekonstruieren, ja? Und man kann die ganze Handlung nicht rekonstruieren. Man versucht das nur so weit zu bringen, um zu entscheiden, ist der Mann schuldig, war es oder war es nicht. Ja? Und so ähnlich ist es dann hier auch. Ja? Also dieses Ekmesos Genetai aus der Mitte kommen. Und man sieht das hier unten, ja, dass hier steht Hinaufversammlung, Episynagoge, ja? Unserer Versammlung zu ihm hin. Manche Bibeln übersetzen das auch so, bezüglich unserer Hinaufversammlung zu ihm, ja. Und hier haben wir ein ganz anderes Wort, dieses Ekmesos Genetai, aus der Mitte kommen. Also zwei ganz unterschiedliche Ereignisse. Scheinbar handelt es sich hier nicht um die Entrückung, ja? Scheinbar handelt es sich hier um etwas anderes. Aber man kann sehen, dass der Paulus mit den Thessalonischern wohl über Daniel 11 gesprochen hat. Das finde ich heftig. Ja? Die Thessalonischer waren gut drauf. Da kommt so ein Wanderprediger zu ihnen und hält abends Bibelstunde. Und zwar über ziemlich kryptische Sachen. Er sagt nämlich, der Messias war schon da. Der Zimmermann aus Nazareth war der Messias. Und wisst ihr, was die gemacht haben, die Thessalonicher? Die haben sich bekehrt zu Jesus. Und dann haben die angefangen, dem Paulus zuzuhören. Das heißt, die waren auf der einen Seite sehr gut informiert, weil dazu gehört ja Bibelwissen. Die waren sehr gut informiert und trotzdem waren die demütig genug, einem Wanderprediger, wo sie nicht wussten, dass der aus jüdischem Hochadel stammte, ja? Das hat er, ich weiß nicht, ob der Paulus ihm das erzählt hat im Detail. Vielleicht haben sie es an seiner Formulierung abhören können. Das ist doch kein normaler Jude, der hier durch die Gegend läuft. Der redet ja ein ganz anderes Hebräisch, ein ganz anderes Griechisch. Das ist ja ein Gelehrter, ja? Wieso hat denn der so abgelaufte Sandalen, ja? Was machst du? Das heißt, die waren also demütig genug, dem Paulus zuzuhören. Die waren geistlich genug, um sich zu Jesus zu bekehren. Und die waren so glaubensstark, auch Verfolgung zu leiden für den Glauben. Da schreibt Paulus ja den Thessalonischern zu. Das waren besondere Leute, die Thessalonicher. Ja? Die waren wach. Seid wach, seid nüchtern und seid wachsam. Worauf sollen wir denn wachen? Naja, auf die Wiedergeburt Jerusalems, da sollen wir warten drauf.
Ja? Und das sind so Themen, die man da so behandeln kann auch. Ja? Also Paulus muss mit denen über den Thessalonischer Brief gesprochen haben. Und er sagt, was es auffällt, wisset ihr, nämlich dieser Vorgang, der da ansteht, dass einer beiseite getan werden muss, damit Platz ist für den Boshaften, der kommen soll. Ja? Und das wüssten wir, ohne dass wir den zweiten Thessalonischer Brief gelesen haben. Das wüssten wir ohne den zweiten Thessalonischer Brief. Ja? Heute Morgen haben wir den zweiten Thessalonischer Brief überhaupt nicht gebraucht. Ja, wir haben Daniel 11 gelesen, wir waren schon ein bisschen informiert über die Wiedergeburt Jerusalems, wir wussten von Daniel 9 mit den 70 Jahrwochen so ein bisschen Bescheid. Und eigentlich haben wir das alles schon festgestellt, ohne den Thessalonischer Brief auch nur einmal aufzuschlagen. Wir bräuchten das nicht. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Nun gibt es aber den zweiten Thessalonischer Brief. Also gehen wir dahin und gucken, ob das zueinander passt. Ja? Und das finde ich also schon interessant. Okay, jetzt sagt Paulus, dass Christus den Boshaften, als dann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes. Ja? Da habe ich mir gedacht, mit dem Geist seines Mundes, wo hat denn der Paulus das her? Und das steht in Jesaja 11, Vers 4. Ja? Da steht, es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Das ist der Sohn Davids. Das ist eigentlich David, aber dann der eigentliche Sohn Davids, Christus. Ja? Auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die Bibel kann gar nicht aufhören zu schwärmen von dem Geist, oder? Ja? Die hat so viele Formulierungen dazu, ja? Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem richten, nach dem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nach dem seine Ohren hören. Das hat der alte Rabbi gesagt. Wisst ihr das noch vom Tempelinstitut? The Messiah will come and he is not a Jew. And if the Christians won't hold them, then they can hold it. But he will not judge with his nose and with his eye, but with his smell. Ja? Das hat er gesagt, Jesaja 11 zitiert. Ja? Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Antichristen töten. Also Paulus versteht das so. Paulus zitiert Jesaja 11. Und er zitiert diesen Vers 4 und er sagt, wenn der Messias kommt, wenn der Sohn Davids kommt, dann wird er sein Reich aufrichten und er wird die Elenden im Lande, die wird er recht urteilen, wird die bewahren und mit dem Stab seines Mundes wird er die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Antichrist, den Gottlosen töten. Und das zitiert Paulus hier in 2. Thessalonicher 2. Als dann wird der Boshafte, der Gottlose, ja, offenbar werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes, mit dem Odem seiner Lippen, das ist Hebräisch, Ruach. Ja? Und hier ist das Pneuma. Das Pneuma. Nicht der. Ja? Das heißt also, Paulus legt hiermit eigentlich Jesaja 4 aus. Und diese Dinge müsste man wissen, wenn man über 2. Thessalonicher 2 spricht. Ja? Das ist das, was ich sage. Wir müssen zu Hause sein im Alten Testament. Und wenn wir das Alte Testament kennen und dann das von Paulus lesen, dann macht das überall klack, klack, klack und überall springen Dinge zusammen, die Bedeutung des Textes einengen und konkretisieren. Und plötzlich sehen wir scharf. Wir sehen nicht verschwommen, wir sehen scharf. Ja? Ein Beispiel habe ich, glaube ich, schon mal genannt. In der Bibel steht ja, dass das Haus David und die Bürger zu Jerusalem den sehen werden, in den sie gestochen haben. Ja, ich habe das schon mal genannt, das Beispiel. Ja? Und da sagen alle, ja, Israel wird an Jesus glauben. Weil der, in den sie gestochen haben, ist ja Jesus auf Golgatha und dann wird ganz Israel sich zu Jesus bekehren. Das steht da aber doch nicht. Da steht doch das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Die in Zion. Nicht die in Juda, nicht die in Ephraim, nicht ganz Israel, sondern nur die Stadt Jerusalem, die wird den schauen, in den sie gestochen haben. Die werden weinen, wie man weint um einen erstgeborenen Sohn. Die werden einen offenen Born, wie die Sünde und Unreinigkeit haben, im Blut Christi. Warum denn? Weil die wiedergeboren werden. Wer? Jerusalem? Ach, nicht ganz Israel? Nein. Versteht ihr, man sieht das nicht scharf. Und ich versuche das scharf zu stellen, damit man scharf sehen kann, was da steht. Und was da nicht steht.
was da reingelegt wird. Und die Gemeinde Jesu hat keinen klaren Blick. Ja? Wenn jetzt einer das Licht anmacht, dann blendet das. Dann sagen die, das kann ja nicht sein hier. Ja? Doch, das kann sein. Man muss sich an die Dinge gewöhnen. Und eigentlich müsste man nochmal neu anfangen, seine Bibel zu lesen. Um diese ganzen Stellen, die uns gedeutet worden sind, unscharf, um die nachzujustieren. Damit wir, wenn wir daraus Schlussfolgerungen ziehen in der Offenbarung, in den Endzeitthemen hier, eine klare und saubere Basis haben. Und die haben wir oftmals nicht. Ja? Wenn ich rede von der Wiedergeburt Jerusalems, wenn ich sage, Jerusalem wird wiedergeboren, dann sagen manche Pfarrer zu mir, mich ärgert das, dass du immer auf der Wiedergeburt Jerusalems rumreiten musst. Hat ein Pfarrer mir morgens um 1:30 gesagt im Gespräch, der hat auf die Knie geschlagen vor Wut. Das ärgert mich, dass du immer über die Wiedergeburt Jerusalems da schwadronierst. Ganz Israel wird gerettet werden. Ja, sag ich, gut. Also, kann jetzt auch zurückbrüllen, ja. Komm mal ein bisschen rumbrüllen, geh mal ins Bett, ja. Ja? Macht ja kein, so kann man ja eigentlich nicht reden als erwachsener Mann miteinander, ja. Aber so war es halt. Da habe ich zum gesagt, ja gut, aber wenn du liest, dass ganz Israel gerettet wird, das steht in Römer 11, Vers 27, dann steht da, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird ein Erlöser zu Zion kommen und das gottlose Wesen von Jakob abwenden. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das steht da. Ja? Römer 11, 27. Das heißt, man muss diese Bibelstelle mal im Zusammenhang sehen und dann wird man nämlich auch sehen, dass Paulus das zeitlich verordnet hat. Römer 11, 26, das ganze Israel wird selig werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der der Erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Ja? Und das ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Da zitiert Paulus Jesaja 59 und Jesaja 27, da macht er eine Kombination draus. Jetzt müsste man fragen, wann kommt denn der Erlöser nach Zion? Naja gut, einmal ist er schon gekommen, oder? Da haben sie ihn gekreuzigt. Jetzt kommt der Erlöser nochmal zu Zion. Wann denn? Naja, in der Endzeit. Und wann genau? Naja, am Ende der 70. Jahrwoche. Und wo kommt er dann hin? Naja, erst auf den Ölberg. Das heißt also, der Erlöser kommt zweimal nach Zion. Einmal war er schon da. Das kann Paulus ja nicht gemeint haben. Spricht ja von der endlichen Zeit, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Also spricht er vom zweiten Kommen Christi auf den Ölberg. Ist die Gemeinde da schon entrückt? Ja, natürlich. Warum denn? Ja, weil die Gemeinde ja mit Jesus auf den Ölberg herabkommt. Sacharja. Ja? Das heißt also, ganz Israel wird gerettet werden nach der Entrückung der Gemeinde. Ich rede aber nicht vom Ende der 70. Jahrwoche, wenn Jesus auf den Ölberg kommt, dass dann Jerusalem wiedergeboren wird, sondern ich rede vom Anfang der 70. Jahrwoche, denn Jerusalem wird am Anfang der 70. Jahrwoche wiedergeboren. Mehr noch, der Tag der Wiedergeburt Jerusalems ist der erste Tag der 70. Jahrwoche. Das heißt, ich rede von dem Zeitpunkt und der schimpft mich, weil er sagt, aber hier wird doch, ja, sage ich, du siehst auch nicht scharf. Du musst doch Vers 26, 27 im Zusammenhang lesen, dich fragen, wann kam denn der Erlöser, wann kommt er denn, ja? Und das fehlt mir oft. Jetzt schimpft er mich nachts um 1:30, ich war müde, ja? Ich habe gedacht, ich muss ja nicht die Welt retten, wenn der Mann dazu glaubt, dann glaubt er das halt, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, wir haben dann noch bis 2:30 gesessen, wurde dann auch besser. Ja, aber das sind so Sachen, wo ich sage, man hat keine klare Sicht. Man kann diese Stelle in Römer 11, 26 zeitlich nicht einordnen, weil man das aus dem Zusammenhang reißt. Ja? Wenn 11, 26 kommt, dann kommt Jesus auf den Ölberg. Was passiert denn dann? Dann wird er den Antichristen töten mit dem Hauch seines Mundes. Da wird die Gemeinde bei sein. Das ist der Tag des Zorns des Herrn. Das ist ein Tag. Das ist keine Phase von 7 Jahren. Wenn Christus auf den Ölberg kommt, das ist der Tag des Zorns. Die 7-jährige Trübsalszeit, die 7-jährige Zeit des Antichristen löst den Tag des Zornes aus. Dann kommt Gott nämlich und macht diesem gottlosen Treiben ein Ende. Ja? Aber der Tag des Herrn ist nicht die ganze Trübsalszeit. Und deswegen sind wir auch nicht zum Zorn bestimmt, weil wir den Zorn mit Christus ausüben werden. Dann sind wir nicht zum Zorn bestimmt. Ja? Wir kommen ja mit Christus auf den Ölberg zum Gericht. Ja? Das heißt, wenn man es hört sich schroff an, ja, wenn die Gemeinde mit Christus kommt, wird die Gemeinde den Zorn Gottes ausüben am Antichrist und seinen Schergen. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Ja? Aber das ist auch noch eine spezielle Thematik, ja, weil man damit bestimmte Dinge auch wieder begründen will. Ich möchte euch nur zeigen,
dass dieser Pfarrer, der hat mich halt geschimpft, weil er den Zeitpunkt dieses Verses in Römer 11 nicht verstanden hat, ja? Und er hat was verwechselt, und das verwechseln ganz viele. Und viele sagen ja, ganz Israel wird gerettet werden, aber Israel wird dann nicht wiedergeboren werden. Warum denn? Weil die Gemeinde ja schon entrückt ist, dann gibt es keine Wiedergeburt mehr. Im Alten Testament gab es keine Wiedergeburt. Im tausendjährigen Reich wird es keine Wiedergeburt geben. Die im tausendjährigen Reich glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie im Alten Testament. Nur im Neuen Testament, nach Pfingsten, bis zur Entrückung gibt es Wiedergeburt. Aber das würde ja bedeuten, wir haben einen ganz besonderen Glauben. Das ist mal wohl wahr. Das würde ja bedeuten, wir haben eine neue Natur. Ja, dann heißt das, wir werden teilhaftig der göttlichen Natur, weil Gottes Geist in uns wohnt. Ja, dann haben wir eine andere Qualität des Glaubens als der Gottesmensch im Alten Testament. Ja, natürlich. Wir haben auch eine andere Berufung. Wir haben nicht ein irdisches Land als Heimstätte Israel. Uns gehört der Himmel. Und in Christus die ganze Erde und der Himmel und die Ewigkeit und das Gegenwärtige und das Zukünftige und alles gehört uns in Christus. Weil wir geglaubt haben. Ja? Das ist die Verheißung der Gemeinde Jesu. Wir sollen auch nicht das Gesetz halten, wir sollen Christus darstellen, weil wir ein Teil Christi sind. Und diese Berufung der Gemeinde wird heute nicht mehr gepredigt. Wir werden ins Gesetz zurückgenommen, wir werden unter Gebote gestellt, wir werden unter äußere Ordnungen gestellt, wir werden geformt, so wie es den Ältesten in der Gemeinde vielleicht gefällt. Das ist aber nicht das, was die Gemeinde Jesu soll. Die Gemeinde Jesu soll Christus darstellen, die ist unter dem Gesetz des Geistes, unter dem Gesetz der Freiheit, unter dem Gesetz Christi. Das ist die Gemeinde Jesu. Ja? Wird aber nicht mehr gepredigt. Das wäre ein großes Thema. Morgen, Sonntagmorgen machen wir das, ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es Menschen frei macht. Ja? Das macht die Menschen frei vom Gesetz und bringt sie zu Jesus. Und das ist was Schönes. Das ist Theorie, da kann man über andere Meinung drüber sein. Ja, da ist auch gar nicht so schlimm. Und das wird sich eh erfüllen, so wie es kommt. Aber dieses Thema über Gesetz und Gnade, das macht den Menschen frei. Das lässt ihn gerne Christ sein. Wir sind dann gerne Christ, weil wir befreite Menschen sind in der Bindung an Jesus. Das ist die hohe Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, wenn die weg ist, dann wird es keine Wiedergeburt mehr geben. Das ist nur jetzt möglich. Deswegen ist jetzt der Ruf, kehr jetzt um, tu jetzt Buße. Wir haben die allergrößten Verheißungen sind uns beigelegt, weil wir ein Teil Christi werden, durch den Glauben an ihn, durch den Geist Gottes. Das ist was ganz, ganz Großes. Wenn du glauben kannst, also das ist der Nobelpreis, hat in Österreich einer gesagt, ja, als er zum Glauben gekommen ist. Und mehr. Das ist was Wunderschönes, die Gemeinde Jesu, ja. Das heißt aber, wenn jetzt hier Römer 11, 26 davon schreibt, dass Christus auf den Ölberg kommt, nach Zion kommt, das gottlose Wesen von Jakob abwendet, um daraus dann wieder Israel zu machen, aus dem Jakob, aus dem alten Jakobsvolk, ja, dann wird es keine Wiedergeburt geben. Das heißt also, wenn Israel dann gerettet wird oder das, was dann noch übrig ist von Israel, gerettet wird, dann wird Israel irdisch gerettet vom Antichrist. Daniel 11, Vers 45, der belagert ja den werten heiligen Berg und kommt dort um. Ja? Da schließen sich die Punkte. Das heißt also, die Römer 11, 26 spricht nicht davon, dass Israel an Jesus glaubt, sondern dass Israel ganz irdisch gerettet wird vom Belagerer und Jesus dann mit diesem Volk sein tausendjähriges Reich aufrichtet. Das ist das Fundament des tausendjährigen Reiches, was wir hier lesen. Das ist also ganz am Ende der 70. Jahrwoche. Während ich vom Anfang der 70. Jahrwoche rede. Ich rede davon, dass Jerusalem wiedergeboren wird. Nicht davon, dass Jakob gerettet wird, irdisch. Ja? Und das hat der Pfarrer total verwechselt. Das verwechseln ganz viele. Ja? Kannst du mal kurz sagen, was das für eine Übersetzung ist? 12er Luther. Scofield-Bibel. Luther 1912. Ja, ja, das stimmt. Das ist unterschiedlich. Wenn du Jesaja liest, der Paulus schreibt, glaube ich, hier im Neuen Testament, nach Zion wird ein Erlöser kommen und im Alten Testament steht, aus Zion wird ein Erlöser kommen. Vielleicht hat Paulus das im Gefängnis aus dem Kopf zitiert oder im Dunkeln nicht so genau gesehen. Hat ja auch ein Augenleiden vielleicht. Ja? Das ist ein Zitat, was er da macht. Und wenn man das vergleicht mit Jesaja 59, ist das anders zitiert. Ja, das stimmt. Ja? Ja? Aber ob der Erlöser nach Zion kommt oder aus Zion kommt, also wer sich ganz genau informieren will, der kann das nachlesen in seiner Bibel, könnte man nebeneinander legen, ja. Dann sieht man, dass da so eine kleine Abweichung ist vom Text. Vielleicht hat er aus dem Kopf zitiert, ja, das kann sein. Aber das finde ich schon mal spannend, dass Paulus Jesaja 4 deutet. Ja? Und die Thessalonicher haben gesagt, wo steht denn da denn Jesaja überhaupt? Da müssen wir erstmal nachlesen. Das glauben wir dir nicht so direkt.
Wir prüfen das erst am Wort Gottes. Die haben da Stunden, tagelang, nächtelang haben die da dran gesessen. Weil das kompliziert, das war ja neu. Das war ja nicht bekannt für die Thessalonicher. Jetzt ist die Frage, ist dieser Lotterbube überhaupt glaubwürdig? Ja? Wo kommt der überhaupt her? Wer ist denn das überhaupt? Hat der einen Doktor der Theologie? Oder was hat denn der in Jerusalem gemacht? Wer hat denn den geschickt? Ja? Das waren ja alles Fragen. Kann man dem Paulus denn überhaupt glauben? Kann man ihm das abnehmen? Ist der Mann glaubwürdig, ja oder nein? Ja, und das ist ja bei jedem Pastor so. Ist der Mann glaubwürdig da vorne? Kann man ihm was glauben? Oder ist er ein Scharlatan? Das ist immer ist auch heute die Frage. Ja? Und ich kann euch nur raten, glaubt nicht alles. Ja? Prüft, ob die Geister aus Gott sind, sagt ja die Bibel. Ja? Das Gute behaltet. Ja? Deswegen, ich zeige immer auf die Bibel. Lest das dort nach. Ich habe das auch nachgelesen. Also diese Zitatunterschied, ein Erlöser kommt nachziehen oder zuziehen oder ausziehen. Ja? Das sind so kleine Unterschiede, aber es macht am Inhalt, ändert es nichts. Ja? Okay, also das ist ein Zitat hier aus Jesaja 11. Und wenn hier steht, dass Christus mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen tötet, dann ist der hier kommt, diese Rute aus dem Stamm Isais, das ist unser Herr Jesus Christus. Und der kommt und der wird den Antichristen töten. Das heißt, in Jesaja steht schon vom Antichrist? Ja, ja. Ganz offensichtlich. Also wäre das ja so, dass alles, was im Neuen Testament steht, schon im Alten Testament ist? Naja, natürlich. Es bedarf aber der Deutung. Johannes sagt im Johannesbrief, 1. Johannesbrief, wir schreiben euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, was ihr von Anfang an hattet. Wiederum schreiben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Ja? Er sagt, wir haben immer noch dasselbe alte Testament, wie die Juden auch. Wir schreiben euch nichts Neues, wir schreiben euch das alte. Aber das Licht des Geistes leuchtet jetzt da drauf. Und wir verstehen das nicht mehr nach dem Buchstaben, irdisch. Wir verstehen das nach dem Sinn, nach dem geistlichen Sinn im Gesetz. Und wenn das Gesetz vom Sabbat schreibt, dann heißt das nicht, dass wir am Samstag nicht unser Auto waschen, sondern dass wir in Christus von unseren Werken ruhen. In Christus ist unser Sabbat. Wir verstehen das Wort nicht mehr buchstäblich nach den rabbinischen Auslegungen im Talmud, sondern geistlich nach dem wahren Inhalt des Wortes. Warum? Weil Gott uns dazu seinen Geist gegeben hat. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja? Und deswegen braucht dieses alttestamentliche Wort braucht Deutung, das braucht Auslegung. Das muss durch Gottes Wort gedeutet werden. Und dann sehen wir, dass das ganze Alte Testament alles das enthält, was wir im Neuen Testament schon haben. Ihr seht es ja hier, ja? Hier ist vom Stamm Isai ist die Rede, dass von dem Gottlosen, dass Christus den mit dem Odem seiner Lippen töten wird, mit dem Hauch seines Mundes, ja? Das genügt wohl, weil Christus mächtig ist, ja? Weil er Gott ist, genügt das, um den Antichristen umzuwerfen. Dann war es das, ja? Dann hat es mit dem Treiben ein Ende. Das heißt ja, das sind ja göttliche Dinge, die da der Zweig aus dem Stamm Isais da tut, ja? Das scheint ja wohl irgendwie göttlicher Natur zu sein, der Messias. Das kann man alles aus dem Text rauslesen, wenn man sich da Zeit nimmt für. Das ist alles im Alten Testament drin. Und wir haben jetzt heute Morgen nur Altes Testament gelesen. Daniel 9, Daniel 11 und ein bisschen Offenbarung. Und jetzt gehen wir zum Paulus und finden, ach, der zitiert auch alles aus dem Alten Testament. Naja gut, wenn der hier aber Jesaja 11 zitiert, ja, dann könnte ja sein, dass der hier auch Daniel 9 zitiert und hier Daniel 11. Das wäre ja naheliegend, oder? Okay, seid ihr da meiner Meinung? Ja? Ja. Das heißt also, wenn wir das Alte Testament kennen, verstehen wir den Paulus besser. Und das Neue Testament überhaupt. Das heißt, das Alte Testament brauchen wir, um das Neue zu verstehen. Und das Neue Testament brauchen wir, um das Alte zu verstehen. Ist eigentlich immer dasselbe, ja? Okay, also das war jetzt hier Ekmesos versus Episynagoge, ja? Dass man diese beiden unterschiedlichen Begriffe da im Text hat. Und dass da ein männlicher auffällt und nicht ein sächlicher Episynagoge wird. Das ist natürlich eine heftige Kritik. Und die strampeln, ja, also die ärgern sich auch über mich, wenn ich das sage. Ich habe da nicht nur Leute, die mir da sagen, das machst du gut. Da sind welche bei, die schießen mich richtig heftig an, ja, kriege richtig heftige Post. War gut, aber muss man vielleicht schon mal aushalten, ja. Ist ja auch für eine gute Sache, finde ich, ja. Und ich bin mir da ganz, ganz sicher. Also es ist nicht so, dass ich da zurückziehen muss. Und wenn ich das zur Gottes Ehre sagen darf, ich mache das jetzt seit 8 Jahren und ich habe nichts korrigieren müssen. Ja? Ich kenne Leute, die haben ihren ganzen kompletten YouTube-Kanal gelöscht, weil sie lauter Unsinn erzählt haben. Das ist dann aufgefallen und haben sie alles löschen müssen. Das muss ich Gott sei Dank, Dank sei Gott, noch nicht. Ja? Und das, ich hoffe, dass das auch nicht so kommt. Sondern es baut alles aufeinander auf. Und das kannst du aber nur machen, wenn du einen festen Grund legst. Ja? Sonst purzelst du irgendwann um, dann steht dein Gebäude nicht. Ja? Okay, also,
Das ist auch ein spannendes Thema. Das Zerbrechen Israels. Ich rede ja immer davon, dass Israel in zwei Teile zerbrechen wird, ja, in den Norden und in den Süden. Also Tel Aviv gegen Jerusalem. Und ich glaube, dass wir den Haris da schon sehen. Und wir wissen das auch aus dem Alten Testament, weil Israel ja schon mal zerbrochen ist unter Rehabeam und Jerobeam, so muss man sagen, ja. Also unter Saul, David und Salomo war Israel ein Volk. Und dann stirbt der König Salomo und der hat natürlich hohe Abgaben gehabt für seine prächtigen Bauten, die er da gehabt hat. Und dann hat der Sohn vom Salomo, der Rehabeam, der hat schlechte Ratgeber gehabt und dann macht er die Steuern noch höher, wie sie vorher waren. Und dann sagen die 10 Nordstämme, tschüss, wir gehen. Wir hatten dich freundlich gebeten, aber du willst ja nicht. Und da bricht Israel auseinander. Und da hat der Norden sich vom Süden abgetrennt. Das ist wie BRD und DDR, kann sich kaum noch jemand daran erinnern. Ja? So war das in Israel auch. Ja? Da war der Norden vom Süden abgetrennt. Und dann will der König von Juda, der will dann kämpfen gegen die 10 Stämme im Norden. Und dann erscheint Gott dem Propheten und dann sagt Gott zu ihm, nee, lass mal, das ist von mir geschehen. Warum? Das kommt wieder. Und ich erwarte, dass der moderne Staat Israel, den wir heute haben, wieder in den Norden und in den Süden aufgeteilt wird. Ja? Dass das Land wieder zerbrechen wird. Dass der Norden sich wieder vom Süden trennt. Ja? Und ich gucke mal hier. Das ist von der Vollendung, selbe Kapitel, Jesaja 11, das hat mit dem Auseinanderbrechen Israels zu tun, dass diese Trennung kommen wird. Ja? Das redet ja von dem Heilszeitalter in Christus. Wenn Christus sein tausendjähriges Friedensreich aufrichtet, dann wird man nichts Böses mehr tun und nicht Unrecht handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von der Erkenntnis des Herrn sein, gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken. Als ob die ganze Erde Christus sieht, Gott sieht, er ist da, er ist wiedergekommen, er hat sein Reich aufgerichtet. Ja? Er ist Königpriester geworden. Nach welcher Ordnung? Melchisedek. Ewige Ordnung. Ja? Und an jenem Tage wird es geschehen, da werden die Heidenvölker den Wurzelspross Isais aufsuchen. Die werden zu Christus kommen. Ja? Geheimnisvoll. Für mich ist das auch geheimnisvoll, ja? Aber ich finde das schön. Ja? Der als Banner oder Panier, ja, für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird voller Herrlichkeit sein. Also rauf nach Jerusalem zu gehen, wird etwas Herrliches sein. Ja? Weil der Messias, Christus ist da. Ja? Und an jenem Tage wird es geschehen, da wird der Allherr seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken, um den Rest seines Volkes, der noch übrig geblieben ist, loszukaufen oder zurückzuholen aus Assyrien und aus Unterägypten, aus Oberägypten und Äthiopien, aus Persien und aus Babylonien und aus Hamat und den Küstenländern des Meeres. Ach so, das würde heißen, dass Israel nochmal in eine Gefangenschaft geht, nach Ägypten und nach Babylon? Kommt in der Endzeit nochmal eine Entvölkerung des ganzen Landes Israel? Ich glaube schon. Denn der Engel sagt, dass es wird eine große Verwüstung kommen. Die Verwüstung wird bis zum Ende dauern. Und es wird noch ein Gräuel der Verwüstung geben. Das ganze Land wird entvölkert werden. Der moderne Staat Israel wird komplett entvölkert. Und nur Jerusalem bleibt alleine übrig, wie eine Hütte im Weinberg und wird belagert und gebiert. Das ist das Bild. Und das wird hier beschrieben. Und wenn Israel in eine erneute babylonische Gefangenschaft, assyrische Gefangenschaft, ägyptische Gefangenschaft geführt wird, dann wird die Hoffnung Israels vollkommen am Boden sein. Das wird so sein, als ob die im Grab sind und als ob die Knochen nur noch übrig sind und als ob Gott da erstmal wieder Haut drüber ziehen muss und seinen Geist da hineingeben muss und Israel erstmal wieder zurückführen muss. Hesekiel 37, 38, das kommt alles erst noch. Meine Überzeugung. Alle sagen, das ist 1948 Staatsgründung Israels, die, nicht Scharia, wie heißt das? Aliyah, die Rückreise der Juden aus den Nationen nach Israel, das ist die Erfüllung von Hesekiel 37, 38. Ich glaube das nicht. Das kommt erst noch. Denn hier steht ja von der Endzeit, wenn Christus sein Reich aufgerichtet hat, wenn alle auf den Heidenvölker, auf den Berg Zion kommen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und an dem Tag, wenn das kommt, wenn Christus sein Reich aufrichtet auf dem Berg Zion, dann wird er zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken,
und den Rest seines Volkes, der noch übrig geblieben ist, loskaufen aus Assyrien, Ägypten, Äthiopien, Persien, Babylon. Das ist der Hammer. Das kommt noch mal. Das sagt euch aber auch niemand. Weil es ist ja, also die meisten erwarten ja, dass Israel gekommen ist, um zu bleiben. Aber das wird nicht sein. Das Volk wird noch mal in die Gefangenschaft geführt, ja. Da wird er den Heidenvölkern einen Banner aufpflanzen und die verstoßenen Israeliten sammeln. Und das, was von Juda, vom Süden Israels, zerstreut ist, wieder zusammenbringen. Von den vier Säumen Kanaf steht hier, haben wir heute gesprochen von, oder? Flügelspitze, bei den Flügelgräulen der Verwüstung. Das ist die äußerste Ende der Erde, ja? Das ist hier auch genannt, ja? Von den vier Säumen der Erde wird er die zerstoßenen, zerstreuten Israels, die zerstreuten Judas wieder sammeln. Dann wird die Eifersucht Ephraims, das ist der Norden Israels, die wird schwinden. Und die, welche in Juda neidisch auf Ephraim sind, werden ausgerottet werden. Ephraim wird nicht mehr neidisch auf Juda sein und Juda wird Ephraim nicht mehr eifersüchtig behandeln. So als ob Israel in der letzten Zeit in Juda und Ephraim aufgeteilt ist und zerbrochen ist und dann deportiert wurde und dann wieder zurückgeholt wird und Juda und Ephraim unter dem ewigen König David wieder ein Volk sein wird. Das ist Hesekiel. Zwei Stäbe in der Hand, die dann in eine Hand vereint werden sollen. Unter dem ewigen König David wird Ephraim und Juda zusammengefasst werden. Warum? Weil sie vorher getrennt waren. Na, das wird ja heißen, dass Israel in den Norden und in den Süden zerbricht. Da gehe ich von aus. Es gibt mehrere Stellen. Das ist jetzt nur mal so eine Hesekiel-Stelle. Kann es sein, dass Israel zu der Zeit also in Juda und Ephraim geteilt war? Dass Israel auseinanderbricht in zwei Teile? Dass das Land dann verwirrt, dass der Iran, ihr kennt die Karte, die große rote Karte, wo der Iran nach Süden ist, alles war rot, ja? Nur Jerusalem war übrig geblieben. Was ist das hier? Der Iran zieht nach Süden runter, erobert Syrien, erobert den Libanon, erobert Israel und nur Jerusalem bleibt ganz klein übrig. Und dann führen die Iraner die Juden alle nochmal in die Gefangenschaft und nach Ägypten auch. Das ganze Land wird entvölkert, das sagt die Bibel. Da läuft es hier kalt den Rücken runter. Gott sammelt Israel aber zum Gericht. Das sind die Tage der Rache. Dass alles erfüllt würde, was geschrieben steht. Denn es wird ein Zorn sein über dies Volk. Nicht über mein Volk, über dieses Volk, sagt Jesus. Da schweigt man, wenn man das liest. Predigt aber heute auch niemand drüber. Darf man auch nicht mehr. Ne? Steht aber geschrieben. Das wird kommen. Das ist eine ganz andere Perspektive, als man sonst hat für Israel. Ja? Und da läuft es ja kalt den Rücken runter. Schaut an den Ernst und die Güte Gottes, sagt Paulus. Ja? Und das ist noch offen, dass sie den Sohn Jesus, den Sohn Gottes, dass sie ihren Messias gekreuzigt haben und getötet haben und gesagt haben, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das kommt nochmal. Ja? Das sind endzeitliche Dinge. Ja? Und das ist ein ganz heftiges Thema. Aber wenn das so ist, wenn Israel nochmal auseinanderbricht in den Norden und den Süden, könnte es denn sein, dass der Abfall Ephraims von Juda ist? Denn Paulus schreibt ja hier, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, dieser Tag des Herrn hier oben oder der Tag Christi, der Tag des Herrn, der Tag Christi kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Dieser Tag des Herrn, ja, da steht bei mir in meiner Bibel der Tag Christi und hier in der Anmerkung steht, fast jedes alte Manuskript hat der Tag des Herrn. Und dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. Alle Ausleger, die ich kenne, sagen, der Abfall, Apostasia, ist der Abfall vom Glauben. Ja? Ich würde mal vermuten wollen, was wäre denn, wenn der Paulus sagt, dieser Abfall, der hier erwähnt wird, ist der Abfall des Nordreichs vom Südreich. Es klingt erstmal ein bisschen komisch, ja, weil man sich das nicht vorstellen kann. Apostasie heißt nicht nur Abfall vom Glauben, Apostasie heißt auch Revolution oder Aufstand oder Trennung, Scheidung, Grundstücksteilung, mathematisch einen Abstand einnehmen, sich entfernen von. Das kann das alles heißen. Und ihr seht hier, warte mal schnell, in der Scofield-Bibel ist auch eine Anmerkung. Ich habe da leider nicht jetzt hier das richtige Bild. Da steht Anmerkung C, griechisch He Apostasia, das bedeutet der Aufruhr. Die Revolution. Könnte es sein, dass der Norden in Aufruhr und Revolution gegen den Süden kommt und sich vom Süden trennt? Ja? Vielleicht ein kurzer Exkurs. Israel heute ist innerlich total zerrissen.
Im Norden wird Apple programmiert und Microsoft. Ja, das sind ganz viele junge Leute, die dort sehr modern leben, manchmal auch ein bisschen schmuddelig, ja, ein bisschen verkommen, ein bisschen sehr verkommen auch, machen alle möglichen Dinge, die man nicht tun sollte, als Christ schon zweimal nicht. Und die Bibel oder Gott oder so, das ist denen vollkommen egal. Die interessiert nur eins, schnell viel Geld machen. Ich kannte bei einer Bank einen jungen Israeli, Mitte 30, Internetmilliardär. Der ist mit mir durch Deutschland gefahren, der wollte Immobilien in Deutschland kaufen. Hochvermögende Leute, ja, kommen aus der Armee, waren in der Armee Programmierer, machen sich dann mit einem Spin-off irgendwo selbstständig in Tel Aviv, in diesen Wolkenkratzern, diesen Glastürmen. Und wir kommen dann relativ schnell zu Geld. Abhörsoftware und so Zeugs programmieren die da alle. Ja? Und im Süden, in Jerusalem, haben wir halt die orthodoxen Juden, die leben mit ihrem Talmud noch im Mittelalter. Das sind zwei so weit auseinanderliegende Dinge, dass die im Norden sagen, ihr könnt uns mit eurem Talmud nicht begeistern. Und die im Süden sagen, ihr könnt uns mit eurer westlichen Lebensweise nicht begeistern. Wir passen nicht zusammen. Lasst uns doch trennen. Das wird offen diskutiert seit 20 Jahren in Israel. Und ich war in einem Werk, da war ein Gemeindeleiter von einer messianischen Gemeinde in Jerusalem. Und habe mich dann mit dem getroffen, habe mich ein bisschen unterhalten mit dem, auch über diese Themen. Und habe gesagt, könntest du dir vorstellen, dass Israel zerbricht in zwei Teile? Dann sagt er zu mir, ja gut, das steht ja schon seit 20 Jahren in der Presse bei uns. Da war ich erstaunt. Der hat da gar kein Problem mit dem Thema, der kannte das schon. Und ich sage, ja gut, aber ich meine nicht in der Presse. Könntest du dir vorstellen, dass das in der Bibel steht? Ezekiel, Zacharja, Jesaja und so weiter. Könnte ich noch 2, 3, 4, 5 andere Stellen nennen. Müsste man vielleicht auch, dass man da ein bisschen Vertrauen reinfindet. Ja? Und ich sage zu ihm, könnte es sein, dass das in der Bibel steht, dass Israel auseinanderbricht. Und da war er nachdenklich. Aber er sagt zumindest, wird in Israel ganz offen diskutiert und es gibt auch Petitionen, die zu Zehntausenden unterschrieben werden. Wir trennen uns. Ja, wir wollen keinen Streit miteinander. Außenpolitisch bleiben wir zusammen. Wirtschaft auch eins, Militär eins. Aber wer religiös leben will, geht in den Süden. Und wer modern leben will, geht in den Norden. Ja? Was wir nicht wollen in Tel Aviv, dass wir unter die Talmud-Gesetze kommen. Denn die sollen in Israel jetzt eingeführt werden. Da redet aber niemand von offen. Ja? Aber diese Gesetzesreform, aber in den Obermedien nicht. Man muss schon zweimal hinschauen, um das zu sehen. Weil der Netanyahu will eine Rechtsreform. Und die orthodoxen Juden erpressen ihn und sagen, kannst du kriegen, aber wir wollen auch eine. Du kriegst deine Rechtsreform, dass du die 7 obersten Richter bestimmen darfst. Und wir kriegen eine Rechtsreform, dass der Sanhedrin wieder eingerichtet wird, der oberste Rat. Und dass in Tel Aviv der Strand geteilt wird, Männlein, Weiblein. Dass Mischehen getrennt werden zwischen Juden und Nichtjuden. Dass jüdische Firmen keinen Kontakt mehr haben dürfen mit nichtjüdischen Firmen. Das soll alles kommen. Wir wollen, dass der Talmud eingeführt wird. Und wir sind die Gesetzeslehrer dafür. Und Netanyahu sagt, das geht wahrscheinlich nicht. Und dagegen demonstrieren die 300.000 Leute in Tel Aviv auf der Straße. Die wollen nicht unter die Talmud-Gesetze, weil die für Microsoft programmieren. Da haben die gar keine Lust zu. Da sind doch ganz viele homosexuell. Manche haben noch ganz, ganz andere Neigungen dort, ja, die ich jetzt nicht nennen will. Und das ist in dem Land eine totale Spannung, die da herrscht. Und die sagen, wenn die Talmud-Gesetze kommen, da komme ich ins Gefängnis für diese und jene Vorliebe, die ich habe. Da gehen die zu Hunderttausenden auf die Straße. Und der Krieg jetzt im Gazastreifen, der hat das übertüncht. Aber wenn der aufhört, kocht das sofort wieder hoch. Und zwar schlimmer wie vorher. Und die wissen das nicht mehr einzufangen. Israel kämpft nach außen und nach innen ums Überleben. Das Land kämpft und die wissen, auch die zionistischen Christen wissen das. Die wollen das noch nicht wahrhaben. Aber das wird kommen. Und der Punkt ist der, ich glaube, dass Israel zerbricht in den Norden und in den Süden. Und der Norden, der macht einen Bund mit dem Antichrist. Der Antichrist aus Damaskus macht einen Bund mit den vielen, heißt es doch, oder? Der kommende Fürst macht einen Bund mit den vielen. Jetzt hört er immer, der große, starke Antichrist macht einen Bund mit dem kleinen Israel. Das steht da aber nicht. Das ist wieder so eine Stelle, die nicht sauber ist, ja? Da steht, dass der kommende Fürst einen Bund macht mit den vielen. Warum sind das denn viele? Weil der den Bund nur mit dem Norden Israels macht. Ja, wieso nur mit dem Norden Israels? Weil Israel auseinandergebrochen ist und der Norden gar keine Zeit mehr hat, ein funktionierendes Staatsgebilde zu schaffen mit Legislative, Judikative, Exekutive, Polizei, Militär. Die haben gar keine Zeit mehr, weil die Zeit sich überschlägt, weil die 70. Jahrwoche fängt an zu laufen. Ja?
Das heißt also, der Norden bricht vom Süden ab und eins eint die nur, wir wollen nicht mehr mit den Netanyahu oder wir wollen nicht mehr mit den orthodoxen Juden da im Süden. Wir wollen da nichts mehr zu tun haben mit. Außerdem müssen wir die alle bezahlen, die arbeiten nichts, die gehen nicht in der Armee. Wir zahlen hier teure Steuern, wir macht doch eure Dinge allein. Das war so wie damals. Die sind wegen Geld sind die gegangen, der Norden. Ja? Das erwarte ich wieder. Wenn das kommt, sagt die Bibel, der kommende Fürst, den ich aus Damaskus erwarte, macht einen Bund mit den vielen, mit denen im Norden, die gar keine Struktur haben. Ja? Und dieser kommende Fürst, glaube ich schon, dass das der Antichrist ist, aber der ist klein. Der ist nicht groß, der ist schwach. Der ist nämlich ein kleines Horn, oder? Natürlich. Der wird sehr schnell groß, aber am Anfang ist er ein kleines Horn. Der braucht einen Koalitionspartner. Und den findet er in den vielen, in dem unstrukturierten Norden Israels, der nur eine Menschenmasse ist, die sich nur in einem einig ist, nicht mehr mit denen, aber sonst haben die keinen Plan, die kriegen nichts hin. Das heißt, die brauchen sich gegenseitig. Ah, dann würde ja Syrien einen Bund machen mit Ephraim, ja. Ah, da hätten wir ja einen syro-ephraimitischen Bund, ja. Hatten wir den schon mal, ja. 8. Jahrhundert vor Christus, die haben Jerusalem angegriffen, belagert. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das ist der Geschichte. Ihr kennt das jetzt, ihr wisst Bescheid. Das kommt alles wieder. Und deswegen erwarte ich, dass Israel auseinanderbricht, dass das zwei Teile gibt. Das hat auch mit dem Tempel noch zu tun, aber das führt jetzt zu weit. Wenn das aber so sein sollte, und ich gehe da fest von aus, dass wir das Erste sein, was wir mit diesen Augen sehen in Israel, dass das Land zerbricht, ob das nächstes oder übernächstes oder in 10 oder in 100 Jahren ist, weiß ich nicht. Aber es wird kommen. Ich könnte euch 5 Stellen zeigen in der Bibel, führt uns jetzt zu weit, vielleicht heute Abend, ja? Aber das wird kommen. Und wenn der Paulus sagt, es wird ein Abfall kommen und dieser Abfall hier als Apostasie auch Aufruhr heißen könnte oder Trennung oder Scheidung, dann hört sich das für mich sehr danach an, als ob Israel zerbricht und der Norden sich vom Süden trennt. Denn das wird auch kommen, ohne dass das hier steht. Ja? Jetzt muss man aber ehrlich sein und muss sagen, okay, das Wort Apostasie kommt nur 2-mal in der Bibel vor, hier und in der Apostelgeschichte. Und da sagen die Juden zum Paulus, du lehrst uns abfallen von Mose und vom Gesetz. Ja? Das werfen die dem Paulus vor. Du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte und du lehrst uns von Mose abfallen, Apostasie. Und in der Apostelgeschichte geht es tatsächlich um den Glaubensabfall. Ja. Ja? Aber könnte das sein, dass hier so ein Abfall vom jüdischen Glauben ist? Also das macht für mich keinen Sinn. Könnte das sein, dass das ein Abfall vom christlichen Glauben ist? Macht für mich auch keinen Sinn, weil das ein katastrophisches Ereignis ist, weil das ja das hier ankündigt. Das ist kein Prozess über 10, 20, 50, 100 Jahre. Trotzdem gibt es einen Abfall in der Christenheit. Einverstanden. Paulus schreibt es an Timotheus. Ja? In der letzten Zeit werden sie gottlos, den Eltern ungehorsam, prahlerisch und so weiter. Natürlich gibt es einen Abfall in der Christenheit. Für mich ist nur die Frage, meint das Paulus hier? Und ich glaube eher nein. Eine Vermutung, ein Angebot, mehr nicht. Aber das würde ja heißen, dass der Paulus sagt, erst wird Israel zerbrechen, natürlich, und dann kommt der Antichrist, ja klar, warum? Naja, weil der einen Bund macht mit den zerbrochenen Israel. Ach, wäre das vielleicht das Thema, wo die drüber gesprochen haben? Lasst euch, wie sagt er hier, denkt ihr nicht daran, dass ich darüber gesprochen habe, als ich bei euch war, ja? Also das würde ich mal so sagen zum Zerbrechen Israel und das würde ich mal vermuten wollen für den Abfall. Aber es bleibt natürlich eine Vermutung, einverstanden, ja? Wenn jemand sagt, nee, ich sehe das als Glaubensabfall, habe ich nichts gegen. Aber ich habe eine andere Perspektive an anderer Stelle bekommen und gewonnen und ich glaube, dass das kommt. Und ich glaube, dass dieser Schriftwechsel bedeutend komplexer war. Die kannten sich bestens aus in Daniel, scheinbar in Jesaja, scheinbar auch mit der Wiedergeburt Jerusalems. Die waren besser informiert als wir. Und das, was hier geschrieben wird, da muss man sich erst einarbeiten rein, bevor man sich da äußern sollte zu. Ja? Das finde ich fair. Da muss man was wissen. Da muss man was mitbringen für. Ja? Wenn man das nicht tut, muss man sich ja nicht äußern dazu. Dann ist es auch okay. Und wer es anders sieht, dem sei es unbenommen. Ja? Ja, wir zwingen da ja niemand. Aber ich denke, wenn wir so tief schürfen, können wir da vielleicht so ein bisschen, wie lange haben wir denn hier? Ich rede und rede. 8:45 machen wir Schluss. Ist das okay? Ist das okay? Ja? Also Tag des Herrn mal noch kurz. Der Paulus sagt, lass das nicht durcheinander machen, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief als von uns gesandt, dass der Tag Christi vorhanden sei. Ja?
Der Tag Christi ist im Allgemeinen der Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt, um seine Gemeinde nach Hause zu holen. Das ist eine Übersetzungsvariante im Textus Receptus. Die mag Roger Libby nicht, weil es würde ja bedeuten, dass die Entrückung halt erst nach dem Antichristen kommt. Ja? Dann hätten wir hier aber eine Stelle, wenn wir hier Tag Christi nehmen, die ganz deutlich sagt, der Tag Christi, der kommt erst nachdem der Abfall gekommen ist. Und erst kommt der Abfall, der Mensch der Sünde und der Widersacher und so weiter. Und dann kommt erst der Tag Christi. Und das würde heißen, die Entrückung ist nach dem. Deswegen mögen viele Evangelikale diese Übersetzungsvariante nicht und sagen stattdessen, hier ist eigentlich übersetzt worden, fast jedes alte Manuskript hat der Tag des Herrn. Das heißt also, Paulus sagt, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. Ein Glück, der Tag des Herrn ist ja sicher, wenn Jesus auf den Ölberg kommt, gell? Und Zephania spricht ja vom Tag des Herrn, der ist ja so schrecklich und so ein schreckliches Gericht, Libby. Da geht den Prophet Zephania, um von dort den Tag des Herrn zu holen, um den hier einzusetzen, damit seine Vorentrückung nicht umfällt. Ja? Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal innerhalb des Briefwechsels mal in den ersten Thessalonischer Brief, weil im ersten Thessalonischer Brief, da schreibt Paulus schon mal vom Tag des Herrn. Und es wäre doch naheliegender, den Briefwechsel miteinander zu vergleichen, als das zu ignorieren und nach Zephania zu gehen. Zephania spricht vom Tag des Herrn, Paulus spricht vom Tag des Herrn, Petrus spricht vom Tag des Herrn und alle dreimal meinen die unterschiedliche Tage. Ist jetzt nicht unser Thema, nur mal für den Hinterkopf. Aber wenn wir jetzt in 1. Thessalonicher 5 gehen, dann haben wir hier den Tag des Herrn schon mal. Könnte es denn sein, dass der Paulus sich hierauf bezieht? Also ich glaube zu 99,99% ja. Weil es ist ja der gleiche Briefwechsel. Paulus antwortet ja im 2. Thessalonicher auf Fragen aus dem 1. Hier haben wir jetzt undeutig Tag des Herrn stehen. Und er sagt, von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, wann die Entrückung sein wird und Christus kommt, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Jetzt wird's spannend. Ja? Jetzt müsst ihr genau zuhören. Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, Daniel 11, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib. Wer wird schwanger? Zion wird schwanger. Dann wird sie das Verderben überfallen, wie der Schmerz eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Wer wird schwanger? Jerusalem wird schwanger. Wann denn? Wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Ich wüsste keine andere Bedeutung für das, was Paulus hier schreibt und wir waren leider bei dem Gespräch nicht dabei. Aber er schreibt davon irgendjemand, der mitten im Frieden plötzlich überfallen wird, vom Verderben ereilt wird und dann in Wehen kommt wie eine schwangere Frau. Und dieses Bild der Wehen für eine schwangere Frau, das kennt ihr ja schon, das haben wir ja schon also stundenlang gemacht am ersten Abend. Ja? Da geht es um die Wiedergeburt Jerusalems. Wenn das so sein sollte, dann wäre der Tag des Herrn ja, der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Warum? Weil niemand vom Tag der Wiedergeburt Jerusalems weiß in der christlichen Welt. Auch heute nicht. Das würde ja heißen, die meisten schlafen. Ja, schon. Das würde ja bedeuten, dass der Paulus mit den Thessalonischern über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen hat. Ja, über die Wiedergeburt Jerusalems, Daniel 9, Daniel 11. Könige, die kommen und gehen, Vorläufer. Ja, der hat das richtig studiert mit denen. Und das kann man hier im Brief ablesen. Und dann könnte man sagen, das ist der Tag des Herrn. Ja? Der Tag des Herrn, den Paulus meint, ist der Tag, an dem Jerusalem wiedergeboren wird. Und dann können wir auch zu unserem 2. Thessalonischer Brief zurückgehen und können sagen, Paulus sagt, lasst das nicht durcheinander machen. Jerusalem wird erst dann wiedergeboren werden, wenn Jerusalem auseinandergebrochen ist und der Antichrist kommt und Jerusalem belagert und in dieser Belagerung die Tochter Zion in Wehen kommt und zur Geburt findet. Das wäre das Niveau, worüber wir hier sprechen. Ja? Das ist aber nur mal so in Kürze. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Der Tag des Herrn wäre der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. 1. Thessalonicher 5 steht der Tag des Herrn. Warum denn in Zephania gehen? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ja? Das ist ja derselbe Briefwechsel. Warum macht man das denn? Weil man seine Theologie aufrechterhalten will. Ja?
Und heute Abend haben wir nur so ein bisschen genippt an dem, was man da finden kann in den 2. Thessalonicher 2, wenn man sich die Mühe macht, wie ihr jetzt, sich so tagelang mit so Themen auseinanderzusetzen. Dann kommen wir jetzt an die Anwendung und plausibilisieren das in 2. Thessalonicher 2. Und das ist schon ein Niveau, was wir da haben, das ist hoch, ja? Das macht man normal nicht im Gottesdienst, das macht man vielleicht mal in der Bibelschule oder so. Vielleicht nicht mal da, ja? Aber das ist schon was Besonderes, dass man das so sehen darf. Und wenn man in dem Zusammenhang jetzt das versteht, dann wird man sagen, der Tag des Herrn ist die Wiedergeburt Jerusalems. Das heißt, erst zerbricht Israel und der Antichrist kommt. Und der Antichrist, der belagert Jerusalem, mit wem denn? Mit dem Nordteil des zerbrochenen Israels. Syro-Ephraimitisch ziehen die runter. Und dann weissagen die Juden dort in der Stadt und sagen, siehe, die Tochter Zion ist schwanger, siehe, eine junge Frau hat geboren. Denn die dann in Jerusalem wiedergeboren werden, die werden Jesaja 7 lesen und sagen, wir sind das. Die Jesaja 7 bezieht sich auf uns. Wir sind Immanuel. Gott ist mit uns. Wir haben Jesus gefunden. Das ist das, was die in der Endzeit sagen. Und die werden in Jerusalem sein und ihren Jesus gefunden haben. Dann geht einer in die Synagoge und rollt die Schriften auf und liest Jesaja 7 und versteht das alles, weil die das gerade selber erlebt haben. Die lesen von sich selber in Jesaja. Von sich selber. Und dann wissen die, wir sind Immanuel, Gott ist mit uns. Ja? Das ist was Großartiges. Das sind Perspektiven, die die Bibel da auftut. So tief dürfen wir da reinschauen. Das ist immer noch zuverlässig. Das ist immer noch haltbar. Ja? Das ist immer noch glaubwürdig. Ja? Christus kommt aus dem Zweig Isais. Jesus kommt. Die Bibel bewegt sich. Ja? Das ist was Großartiges. Wir haben nur genippt daran. Und es war jetzt mal so im schnellen Galopp dadurch. Man müsste sich Nachmittage Zeit nehmen dafür, aber dann müsste man das ja studieren. Ihr seid ja auch schlaue Leute. Ihr könnt es ja immer wieder nochmal nachlesen. Ihr kennt die Bibel ja auch gut, ja? Aber das sind Linien, die man gehen kann. Und die Bibel wird lebendig. Warum? Weil Jesus kommt. Da bewegt sich doch was, ja? Das hat es ja vorher so nicht gegeben. Was ist denn da los? Ja? Das heißt für mich Naherwartung. Ich glaube, dass Jesus bald kommt. Und der Irrsinn, den wir da draußen erleben, das ist Übergang, hat ja der Hausvater auch gesagt. Ja? Und wenn der Durchgang durchgegangen ist, das wird längst 7 Jahre dauern, dann ist der Herr wieder da. Also sollen wir mal fein lustig bleiben, die Stadt Gottes. Ja? Gott ist in ihr drinnen, sagt der Hausvater mit Psalm 46, glaube ich. Ja? Dem würde ich mich gerne anschließen. Amen.